Hallo meine Freunde, willkommen zu Palworld. Lange haben wir drauf gewartet jetzt auf das Game. Ich habe lange darauf gewartet, ich habe schon seit über einem Jahr verfolgt. Da war es auch ein bisschen unbekannter, aber jetzt ist es immer bekannter geworden. Jetzt ist ein Riesenhype drum und deswegen lege ich jetzt einen Nachmittagsstream ein und für YouTube gleich eine Aufnahme. Die seht ihr heute am Abend dann direkt auf YouTube als die ersten 30, 45 bis 60 Minuten, je nachdem, muss ich mir überlegen. Also, was ist Palworld? Ein Survival-Game, eigentlich Base-Building, bisschen Front, man wird attackiert in seiner Basis. Die Tiere hier stehen im Mittelpunkt. Man raidet auch Bosse, es ist ein PvE-Game, hat kein PvP, derweil hat der Entwickler gesagt, die suchen gerade nach einem guten Konzept, was passt für das Spiel, das sich gut anfühlt. Ja, was wird rauskommen? Es ist ja... Zwei Trainer, zwei Maxl, so ein Pokémon-Arena kommt sicher, das wäre natürlich cool. Ist ja sau cool sogar. Ja, ansonsten gibt es ein paar Erkundungssachen, Bosse zu legen. Ansonsten glaube ich nicht viel gerade an Story. Aber die Viecher machen alles. Man kann die Viecher schlachten, essen, zum Arbeiten einteilen. Man kann sie Holz holen lassen, Stein holen lassen, fertigen lassen. Man kann alles mit diesen Viecher machen. Und... die können alles für dich tun dann. Und das finde ich saumäßig geil. Und da bin ich schon mordsgespannt drauf, wie das wird. Von daher schauen wir gleich rein. Wir weiß jetzt nicht, ob wir zuerst den Survival Guide starten. Den kenne ich nicht. Drücken wir mal. Aha. Ah ja. Spielziel. Besiege die Bosse der Türme jeder Region und werde der allerstärkste Paul-Trainer. Du kannst dich in aller Ruhe der Befestigung deines Lagers widmen oder hinausziehen und alle Pauls fangen. Auch die Erschaffung megastarker Pauls durch Züchtung und Verstärkung ist möglich. Tue dich mit den Pauls zusammen und ziehe hinaus, um die wilden Welten, um die wilden Weiten dieser Welt zu entdecken. Mein Problem an dem Spiel ist, ein Problem habe ich mit dem Game, ja. Ich habe nämlich das Problem mit dem Game, dass ich, was ich gesehen habe, von Trailer und auch von den Gameplays heute schon, weil manche haben ja wieder schon drei Tage früher spielen dürfen, die größten kriegen ja immer die Keys früher, dass sie noch größer werden, ist ja egal. Und habe ich nur das Problem, das schaut gut aus. Mein Problem ist Enshrouded in 5 Tagen. Dass Enshrouded auch gut ist, das wissen wir. Das wird ein bisschen schwierig zeitmäßig, aber wir teilen uns halt diese 2 Games auf jeden Fall mal die nächste Zeit ein. Ich weiß nicht, warum mein Stream Elements Bot schreibt etwas Falsches. Er schreibt beim Stream hierhin nicht Palworld. Das würde mich jetzt doch schon interessieren, ob das wirklich so ist. Müsste ich mal kurz schauen. Ne, ich sehe das Richtige. Auf Stream ist richtiger, als schreibt Stream Elements auf der Bot wieder ein bisschen dumm. Gut. Gehen wir es an. Steigen wir einfach rein. Los. Spielbeginn, neue Welt erschaffen. Natürlich haben wir Wicked. Kann man das so machen? Island. Islands of the Wicked. Inseln der Wicked. Ja, ist egal. Aber ja, nehmen wir das, ist ja egal. Mehr Spieler kann man anscheinend ja hin und her schalten, oder mal? Werden wir probieren. Schwierig jetzt gerade normal. Benutzer definiert Stämme nicht sein, wollen wir nicht. Kann aber geschwind euch reinschauen, was es gibt. Oh. Oh mein Gott. Anpassungsmöglichkeiten en masse. Oh. Da werden sich die Rumprobierer aber freuen. Gehen wir es an. Multiplayer ist jetzt off, weil ich eh testen will, ob man das im Nachhinein vielleicht noch ändern kann. Wäre natürlich cool. Voreinstellung. Oh, alle mit einem 8-Pack vorne. Was kann man denn da einstellen? Nein. Kann man hier Männchen und Weibchen aussuchen? Das wird mir gesehen. Ach, das ist einfach so gemischt. Okay. Ich muss euch sagen, ich werde hier. Sehr cool. Nein. Hey.
Also ich gehe da mal zufällig durch, ja? Nein. Nein! Alter, schaut euch das an. Hulk in abgemagert. Ach du Scheiße. Okay, Voreinstellungen zurück. So, Körper lassen wir mal. So. Gesicht. Ja, das ist typische japanische Zeug da. Nehmen wir das, ich schaue ein bisschen ernster rein. Nein. Auch nicht. Nein. Ja, mit die Herzahl. Das ist ein Schlangending. Oh. Ich will das Ding ja auch anschauen können. Also werden wir das mal einfach so lassen. Augenfarbe, ja, dann blau. Benutzer definiert. Ähnlichkeit, Farbsättigung, ich will ein schönes. Ja, das ist ein bisschen lila. So. Unsere Blauäugchen. Augenbrauenfarbe ist, kann bleiben, wie sie ist eigentlich, aber. Machen wir so. Haare sind gefärbt, der Rest nicht. Haare! Was ist denn der? Das ist auch irgendwie cool. So, was haben sie früher aus einer Melone geschnitzt immer? Wikinger-Frisur, die typischen? Ja. Yeah. Muss aber ehrlich sagen, dass da nicht wirklich Frisuren. Also wirklich gefallen tut man da nicht viel Frisuren. Die ist hübsch. Und die erste geht auch. Das war einfach die erste. Das schaut, ist auch hübsch. Da, ja, so schulmädchenmäßig, ja. Haarfarbe. Warum ist das Gelb hier eigentlich nicht so gelb wie das hier? Toll, das kriegt die originale Farbe nicht mehr hin, ne? Dieses rötliche. Scheiße! So, sonst leuchtet es mich so stark an. So, Stimme. Ist okay. Ja, das passt. Starten wir. Kann man nicht mehr bearbeiten. Ist okay. Starten wir mal rein. Wir wollen hier viel Gameplay haben. Guck, guck. Diese Viecher sind so dumm. Please, please, give me a tutorial. Warum ich das Spiel könnte man auch nennen mit Pokémon meets Fortnite, weil irgendwie erinnert mich das schwer, es ist die Unreal Engine 5, es erinnert mich aber schwerst an Fortnite mit dem Charakter hier, so auch beim Schießen, da sieht man später die Bewegungen, diese Geschmeidigkeit auch beim Axtschwingen, das erinnert irgendwie an Fortnite. So, jetzt. Gut. Also, Tutorial. Sammle herabgefallene Äste und schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Öffne mit B das Baumenü, wähle primitive Werkbank und suche einen passenden Platz zum Bauen. Ah. Okay.
Die Frage ist, geht es in beide Richtungen? Geht es da hinten auch runter oder bin ich da? Sammle herabgefallene Äste. Um Schnellreise freischalten, ist ja schon mal die Hammer. So, das Wichtigste für mich hier natürlich, gibt es eine Taste, um die UI zu verbergen. Nein. Dann nicht. Wenn ich mich mal da wegmachen. So, na dann. Entsprechend, na, ich will jetzt nicht mal das sammeln. Schau dir den Survival Guide an. Zum Einsammeln, das mache ich nachher. Öffne mit B das Baumenü. B. Primitive Workbench. Ich will jetzt nicht sagen, aber das wirkt hier so richtig schön zum Bauen. Dann stellen wir die mal da her. Wie sieht man das hier? Sieht man da nicht genügend? Ah, links am Rand. Zwei Holz, okay. Nähere dich dem Bauplatz für primitive Werke und beginne mit F dem Bau. F gedrückt halten, bauen. C gedrückt halten, stornieren. Öffne Menü in Technologie, Schirm schalte Paul-Sphäre frei. Paul-Sphäre. Inventar ist es auch, kann man da irgendwie. Die dummen Viecher da. Da kann ich noch nichts damit. Gut. Okay, da kann ich da irgendwas machen? Holz und Stein, warte mal. Okay. Da kriege ich nichts her. Seht ihr, was ich meine? Mit diesem Zucken vom Baum, dieses Rumzucken, dass das wirkt irgendwie doch so Fortnite-like. Holz haben wir ja mal ein bisschen. Baseballschläger, Handfackel. Wir craften einfach mal alles. Ah, das muss man händisch machen, weil das ist deswegen, weil sonst bräuchte man die Pawns nicht. Ja? Man kann ja die Pawns nachher da ranschieben und die machen das dann für einen. Kann ich mit dem auch den Baum hauen? Ist mal lieber so. So, wir haben ihn da unten. Kälte, kalt, kalt, warm, Sonnenlicht, Essen und Leben. Okay. So, ein Baum macht eine Fackel. Leertaste geht nicht zum Craften. Okay, man kann also vier anlegen. Sehr gut. Dann braucht man noch mal. Ja, ich weiß, ich crafte gerade unnötigen Scheiß auch oder so, aber Stein, Holz, Stein, Holz. Wir brauchen mehr so 10 Steine auf jeden Fall mal.
so geil. Das geht ja auch in andere Spiele, das mit der Faust oder so, so wie Iron Fist oder so, auf so einen Riesenstein. Coole Sache, aber irgendwie. Da hätte ich gerne, dass er mal die Gesamtanzahl der Steine links anzeigt vom Inventar. Ich habe ungenutzte Statuspunkte, ja, ich weiß. Oh, ein Poldium-Stück. 10 Steine, sehr schön. Holz. Sprinten tut er nicht allzu schnell, aber das macht alles gar nichts. Bis jetzt macht das jetzt schon einen geilen, coolen Eindruck. Völlig abgedrehtes Pokémon-Ding, sogar mit Kugeln, also mit den Sphären. 8 haben wir. Holen wir uns noch 2. So, jetzt da. Dat, 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 dat. So, das heißt, wir nehmen wie immer die Axt, die Picke, den Baseball-Bat und müssen hier aber so durchschalten, weil das geht anders nicht. So, jetzt können wir ja besser Baum fällen, oder? Ja, glaube ich auch. Da kann man gar nicht mehr hinschlagen während der Reckphase. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber bei weitem ist es, wie gesagt, nicht schlimm. Ich habe mir heute einen Guide angeschaut. Man soll zum Beispiel unbedingt die Viecher alle mitnehmen, die hier sind. Und nicht, man soll sie mitnehmen und nicht gleich töten für XP. Wenn man sie mitnimmt, kann man sie nachher mitnehmen, kriegt man Mats davon und XP. Und wenn man sie dann rausnimmt und mit dem Butchermesser tötet, was jetzt nicht nett ist, aber ein Spielmechanik halt, ne? Und so müsste das gehen. So, Technology. Das soll ich erforschen. Ich habe 13 Punkte, brauche einen. DE-Text. Ja, passt. DE-Text finde ich gut. Stelle eine Sphäre her. Wo? Ah, hier. So. Ah, wenn ich Max drücke, macht er alle. Ich bin eine hübsche kleine Wandererin. Wandererin. Habe ich. Greife einen Paul an, um zu schwächen, du wirst mit Q die Sphäre drauf. Warte mal. Man kann auch alles beklettern hier. Ich wollte schon sagen, besteigen. So, komm her mal. Gibt sich extrem selbstbewusst, die Wahrheit aber ein feiger Schwächling von Kativa nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Erstfangbonus. So, öffne. Noch nicht. Technologiebaum und schalte Paulbox frei. Paulbox. Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Pauls. Den Pauls in der Box werden nach und nach LP wiederhergestellt. Der Bereich ringsum ist dein Lager. DE-Text. Such dir eine flache Stelle und baue deine Paulbox auf. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager.
Ah, da. Machen wir das hier, so. Fertig. Was fertig? Greife auf die Paulbox zu und rufe einen Paul ins Lager. So? Nee. Was ist mit dem Team, was ich mit habe? Paul im Lager, das ist die Box. Sag mal, das Ding kann, was kann das Teil hier? Kann man das? So, der sitzt im Lager. Was ist die Box da hinten? Öffne mit Tab dein Inventar und benutze mit den Essensgegenständen, um den Hunger zu stillen. Ah. Ah, die im Lager rennen da im Lager rum. In meinem Lager. Anscheinend. Wie ist das Spiel in Englisch? Und dann arbeiten sie. Ich schätze mal, wenn ich den jetzt nehme und da rein verpack, verpisst er sich. Ja, gut. Und jetzt da? Der hat die Eigenschaft, das würde ich ja gern wissen. Kann man das nicht irgendwie? F-Details ansehen. Hier, Bergbau macht er gern. Handwerk, Transport, Ding. Ja, dann transportiert das Ganze. Jetzt baue ich eine Kiste und dann tragt das vielleicht weg auch noch gleich. Öffne mit Tab dein Inventar und benutze den Essgegenstand, um den Hunger zu stillen. Und benutze. Mein Hunger oder vom Viech? Also das bin ich. Lol. So isst man. Ja, ist auch sehr strange, aber ist okay. Kann ich meinen Namen ändern? Wieso heiße ich Player 455? Mal vermut mal, dass das ich bin. Wenn ich ein Level aufsteige, versuche mit Tab dann Inventar versuche, deinen Status zu verbessern. Wir machen das jetzt in aller Ruhe. Da, Werte erhöhen. LP, Ausdauer, Angriff, Verteidigung, Angriffstempo, Gewicht. Im Prinzip mag ich LP und auch Gewicht ist eigentlich immer recht cool. Aber Gewicht kann man sicher mit Tieren auch machen. Ich gehe mal da auf Angriff. Es ist noch nicht resettbar, Leute, soweit ich weiß, gell? Kann ich mich nicht irgendwie teamen? Nö, Technologien. So, was kann ich jetzt noch machen? Fange 5 Lammball ein und erhalte Erfahrungspunkte als Bonus für den Paldex. Okay. Ja! Ja! Er farmt, indem ich drüber laufe. Ich meine, ist nicht immer gut, aber in den meisten Fällen ist das ein geiles Ding. Dann machen wir die Max. Cool, dass der mir hilft. F aufheben. Wie werfe ich denn den jetzt? Jetzt soll ich den dazu gewissen, das ist ja gut, das will ich ja gar nicht. Komm wieder her. Du ein bisschen, beim Arbeiten sind die Guide einer Pals, bis sie irgendwann ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen. Boah, heiße Quellen und biete ihnen etwas Erholung. Okay. Was ist, wenn ich dich dahin baller? Achso, der kann ja nur Bergbau wieder, der Spasti.
Komm mal her. Oberbergmann ist er. Zuweisung zu Stein erforderlich. Ich schmeiß ihn mal weg. Weg. Der macht das von allein. Jetzt muss man schauen, wie man die zuweist. So, fange 5 Lammball. Da brauche ich aber zuerst mal. Genau, sowas. Oh, Erze habe ich hier genug. Aber da kriege ich dieses Paldium-Stück raus. So, Leute, willkommen im Stream. Den ersten Gehversuchen in Palia. Kann man das Zeug verschieben? Rückbaumodus, gibt es da C? Wojt, hallo! Mein Freund. Backspace ist zurück ins Baumenü. Lol. Das ist ein bisschen blöd verteilt. Das kleine Palia-Teil hier. Wie viel habe ich denn von dir jetzt? 4. Gut. Los geht's. Komm, hackelt was. Arbeite, los, arbeite. Kopf, Körper, Schilde, Glätter, kann ich das irgendwie. Nope. Das ist aber mein kleines Kätzchen. So. Schauen wir mal hier weiter. Was ist ein Lammball eigentlich? Sind das diese Viecher da oben? Nein, das ist ein ja, ist cool. Wollte ich, habe mir da aber ein Video heute ein, zwei angeschaut, auch ein Guide für den Anfang. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich, das ist schon. Also, mich stört eigentlich nur daran, dass es wahrscheinlich verdammt gut ist. Also, das macht schon, das hat schon richtig gut ausgeschaut, auch mit dem Craften, mit Bossfighten, mit den Viecher, was richtig automatisieren, deine Base dann. Das hat schon richtig geil ausgeschaut. Ich habe da eher das Problem, dass das so gut wird, glaube ich, damit wir das Problem haben werden mit Enshrouded, weil es sich dann überschneidet. Man hatte ja die Hoffnung, damit es vielleicht, obwohl es dem Spiel ja vergönnt, hatte man ja die Hoffnung, dass nicht so gut wird, weil man ja dann Enshrouded auch kommt, aber ich muss leider sagen, ich glaube, die Hoffnung können wir stanzen. Das macht nämlich jetzt schon Spaß, obwohl ich nur eins vom Viech da habe. Jetzt können wir darauf gehen.
Das ist die Fangquote, 9%. Das wird aber nichts wahrscheinlich. Es brennt. Das Händel brennt. Okay. Händel, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du brennen kannst. Bleib mal stehen. Meins. Meins. Schauen wir mal, was das kann. Haben wir es auch in die Base? Nein, wir haben nur einen Lagerplatz. Es kann nur einer rumrennen. Erlegen kann das auf Level 1, auf F für Details. Farmarbeit und Sammeln kann das kleine Viech. Das große hier kann, das habe ich eigentlich vorher gesehen, wollt. Das Ding kann Bergbau. Und der rennt automatisch, wenn man einem Lager laufen lässt. Das ist nicht das Lagerkiste, sondern da unser Lager. Habe ich zuerst falsch verstanden. Und wenn man das hier da reingibt, rennt der da rum und macht irgendwas. Der hat zum Beispiel jetzt angefangen, automatisch einfach Erze zu sammeln, weil das kann. Einfach nur, weil das kann. Und wenn ich da arbeiten gehe, steht er auf und hilft für mich. Das ist cool, das Viech. Jetzt weiß ich nicht, was das handeln kann. Wahrscheinlich auch nicht so viel anderes. So, jetzt gehen wir mal daher. Bauen. Pallbox. So, genau. Dann geht's mal los mit Technologie. Baum leveln. Jetzt ist so arg-mäßig, ne? Irgendwie schon. Bauwerk. Ding. Wir brauchen ein Bett für die Pulse. Ein Lagerfeuer. Damit kannst du einfache Gerichte kochen. Spende zudem Wärme. Das schalten wir frei. Eine Lagerbox schalten wir auch frei. Ein Bauwerk zur Reparatur kaputter Waffen und Hilfsmittel. Ja. Holzbauset. Ich habe 12 Punkte noch. Dann nehmen wir einen alten Bogen. Beile. Mieses Bett. Schläft ein Mensch drauf, werden im LP wiederhergestellt. Leg dich abends schlafen und die Zeit bis zum Morgen vergeht wie im Flug. Darauf achten, um darauf schlafen zu können, muss es einen überdachten Ort. Das ist Valheim-mäßig. Ja. Paul Strohbett. Das brauche ich. Pauls, die bei Nacht seinen Bett schlafen, regenerieren mehr Geil. Das ist, glaube ich, die Sanity. Pauls, die kein Bett haben, regenerieren keine Geil. Erholsamer Schlaf ist eben wichtig. Reparaturset, Stoff. So, jetzt fangen wir mal mit dem Schaß an. Da brauchen wir Wolle dafür. Na gut, dann tun wir mal craften. So. Holz? Nee. Fuck! Jetzt habe ich meine Bälle. Auf Q wirft man die Bälle, ja? Und in dem anderen Spiel, wo ich war, auf Satisfactory, tut man auf Q das Crafting-Menü öffnen. Das ist jetzt natürlich peinlich. Das muss ich umlegen. Ich glaube, das lege ich auf die Daumentaste, weil da wette ich mit euch, ich verschieße alle Bälle. Braucht Holz. Holz. Produktion. Infrastruktur. Ja. We need wood. Wir haben aber nichts, was Holz farmen kann, also müssen wir das selber machen. Das habe ich gemeint mit vorher mit der Fortnite-Ähnlichkeit. Das ist ja Unreal Engine 5. Das Maxelpass und diese Schlaganimation erinnert mich schwerst an Fortnite. Auch dieses Zucken der Bäume. Dieses Schwingen, dieses... Das ist ziemlich Fortnite-like. Du schleppst so viele Gegenstände mit dir rum. Ja, okay. Ich habe noch nicht mal probiert. Kann man hüpfen? Okay, jetzt mal nicht. Mein Paul ist gesund und munter. Das ist sehr cool. Ich teste dann, ob man da Multiplayer immer gleich hinzu kann. Deswegen habe ich das gemacht. Man muss nämlich F gedrückt halten zum Craften. Das hat aber das ist aber völlig klar. Weil es soll ja einen Sinn haben, dass die Pauls da sind. Normalerweise, weil wenn das die Bank alleine craftet, dann brauche ich keine Pauls dafür. Und so muss ich das jetzt machen, wo normalerweise das Paul das für mich macht. Ne? Mitnehmen. Kann man auch in Endlosschleife dann produzieren lassen. Ein Pfeil. Was? Irgendwann hat doch gesagt, Munition herstellen ist extrem zart in dem Spiel. Dass man eben da auch einen Paul da hinstellen soll und das automatisieren.
Zwei Pfeile haben wir. Gut, das ist wurscht. Ich habe jetzt eh nur das andere. Das kann man da eh nichts anlegen. Gut. Schau, siehst du, der hackelt jetzt da. Tut er arbeiten. Und man hebt alles auf. Man hebt alles auf, indem man einfach nur drüber läuft. Das kann man sicher abschalten, aber das ist cool. So, Pauls haben wir im Bett, dass wir bei Laune bleiben. Okay. Okay, die zählen wirklich runter, die Bälle. Scheiße. Ich kann die ja nicht mehr so gut machen dann. Ja, mir fehlt da nämlich dann das ganze Zeug dafür. Jetzt hat mein ganzes, Holz verbraucht. Nein, ich muss die Taste umbelegen da. Das ist wirklich nicht gut für mich. Ich verschieße meine ganzen Dinger. Schauen wir mal, ob ich das schnell hinkriege. Q fürs Werfen. Paul rufen E. Ich kann keine Daumentasten verwenden. Ja, muss ich nur schauen, wie ich das hinkriege am besten. Daumentaste wäre nämlich cool, belegbar. Ja, wenn man viel zu schwer ist, sieht man gerade, kann man gar nichts mehr machen. Das kann man jetzt sicher splitten. Hälfte nehmen, abwerfen. Ne, das waren jetzt alle. Achso, Shift. Nochmal schauen. Okay. Holzfundament, das brauche ich da. Machen wir das hier her, so. Bauen Folge. Ah, mit rechts kann man in Folge bauen. Das ist cool. So. Backspace zurück zum Baumenü ist fragwürdig. Mindestens fragwürdig. So. B geht es eh auch. Okay, das ist gut. So, dann werden wir da mal zwei Seitenwände hinmachen. So. Ein Dach. Könnt ihr mir irgendwas sagen? Das Problem habe ich aber oft bei Dächern. Warum? Snap das Dach zum Beispiel nur nach unten, nicht da drüber. Das kann er nicht hier ein Dach machen. Seht ihr? Das snappt da über mir nicht. Nee. Das ist ein bisschen. Man kriegt beim Abreißen von Gegenständen das, die kompletten Mats zurück, Leute. Das habe ich in einem Video gesehen. Aha. Das ist. Ich drehe mit dem Mausrad, aber ich kann das nicht drehen. Was passt hinten da nicht?
Ja, bei dem Bauen müssen es noch was ändern, glaube ich. Das kann so jetzt, das kann irgendwie jetzt nichts, wenn ich das nicht hinkriege. Verkehrt. Ah, da kann ich es mal aussuchen und da oben nicht, oder wie? Warum? Ja, okay. Da kann ich es mir nämlich auch aussuchen, die Richtungssitze. Das ist aber ziemlich strange hier. So, wenn ich das jetzt einmal drehe und herstelle, dann passt ja, der orientiert sich nicht an dem Unter. Das muss gefixt werden, meine lieben Entwickler. Das nervt nämlich etwas viel. Eine kleine Bettwolle. Holz einmal. Sonst holen wir Holz noch, weil mein Paul da hinten werkt ja wie blöd. Passt. So. Damit es meinem Paul nicht so schlecht geht, werden wir ihm jetzt nämlich ein Bettchen machen. So. Könntest du das nicht mit der Maus bewegen, müsst mit dem Charakter was platzieren. Das ist auch maximal gewöhnungsbedürftig, aber nichts Falsches. So. Kommt jetzt der Typ helfen wieder? Ja. Seht ihr? Wenn ich da anfange und der hat Zeit, kommt er helfen. Cool. Passt. Jetzt hat er ein Bett. Muss ich dem Bett jetzt irgendwas zuweisen oder geht der eh von selbst? Ich glaube, die gehen nämlich schlafen, wenn sie Zeit haben. Kann ich dir irgendwas zuweisen, Havara? Füttern. Nein, du brauchst kein Essen. Du hast kein Essen verdient noch. Aber streicheln tue ich dich ein bisschen. Oh. Hat 80 Hunger. Und ich habe noch weniger. So, jetzt, wie ist das jetzt gegangen? Tab, Rechtsklick und dann kann ich mal aussuchen, wegen Fütter. Kann ich es nur mir geben. Gut. Den muss man händisch füttern, aber das muss man nicht immer. Das sage ich gleich. Er wollte jetzt wieder im versauten Modus. Ja, das hat der Bot unterbunden, ja. So. Kann ich jetzt schon, wie kann ich Wolle, achso, ich bin ein Depp. Technologie, Stoff. Dafür braucht man dann Wolle. Yeah. So, wo kriege ich Wolle her? Normaler Schild. Ein mit Hilfe von Palladium-Technologie hergestellter mysteriöser Schild regeneriert sich automatisch nach einer Zeit lang keine Schaden genommen hat. Ja. Steinspeer. Futtertrog. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Pass auf, dann geht's weiter. Wir machen jetzt. Ja?
Das brauchen wir nicht mehr. So, das haben wir hier. Die Reparaturding ist mir wurscht jetzt gerade. Ich habe noch nichts Kaputtes. Die Kiste. Ene, meine Miste. Kommst in meine Kiste. Ich habe nämlich gehört, dass die Viecher da was reinholen. Sicherheitseinstellungen, verriegelt, Passwort, nö. Wenn ich dich jetzt da hinwerf. Achso, der kann in der Umgebung dann abbaute Materialien holen. Ja gut, dann soll er derweil wieder. Komm her. Zu Stein zugewiesen, erfolgreich. So. Bau, Missionen, Bau ein Ding, Lagerverbesserung. Bau primitive Werkbank, Bau mieses Bett. Das bin ich ja dabei gerade. Okay. So, holst du jetzt auch, wenn ich dich da hinwerf? Oh, der lagert das da rein. Der holt alles, was er findet. Sehr cool. Na, trag er mal, mach er mal. So. Das Spiel eigentlich keine Musik, fällt mir gerade auf, nämlich. Aha, die kennen wir schon. Alles, was man mal gefangen hat, kann man da anscheinend irgendwie dingseln. Unbenannte Gilde, 1 von 20. Optionen kennen wir schon. Inventar, das ist noch so ein Rufzeichen. Wo habe ich ihn da noch nicht geklickt? Ich würde aber auch gern mal da was reinlegen, nämlich meine Steine. Rechtsklick verschieben ist okay. Gut. Achso, Paul 1 von 2. Wenn ich das Händel jetzt auch dahergebe, was kannst du? Händel, was machst du jetzt von Natur aus? Sammeln kann der. Und Farmarbeit. Ja, dann sammelt's mal. Ich brauche jetzt mal Stoff. Nee, warte mal, eigentlich brauche ich Wolle. Für mein Bettchen. Den muss ich auch bauen. Ein Futtertrog für die Pauls. Den stellen wir hier her. Na, also man nimmt das mal rüber. So, 6 da drin. Sollten die Pauls jetzt Hunger haben, essen gehen? Na schau, ist ein Pennengang. Ballerzipf. Er ist neutral, Samtpfote sind die aktiven Fähigkeiten. Freier Slot, der hat sonst keine Fähigkeiten zum Tauschen. Bergbaueffizienz ist der recht gut. Ja, der generiert jetzt Sky. Ja, dann pennen ein bisschen, hast du eh schon die ganze Zeit gearbeitet, den Böser. Hat er wirklich. So, und ich muss jetzt hier wieder die herstellen, weil ich ja alle verballert habe wieder. Cool.
Kuh finde ich. Kuh ist. Ach, da muss ich mich echt dran gewöhnen. Eieiei. So. Kannst du das auch arbeiten? Komm mal her da. Kannst du arbeiten? Nein, der eignet sich nicht dafür. Der ist zu dumm. Wahrscheinlich weil er keine Hände hat, ja? Soderle. Er kommt wieder. So, jetzt suchen wir noch zum Abschluss von dem Part. Wir suchen jetzt diese komischen anderen Viecher da. Noch ein paar Kätzchen. Jawohl, da ist einer. Das Coole ist, in dem Spiel kann man kann ja überall raufklettern hier. Wurde ja gesagt. Das geht ja. Mal probieren wir es mit dem Baseballschläger, oder? So, Gott. Oh, ein schönes Screenshot hier. Zuck. So, schau mal. Meins. Ah, Palladiumbruchstück. Ja, ich kann mehr Bälle herstellen. Ja. Ich muss nur noch dran denken, dass ich sie nicht dauernd wegwerf. Unabsichtlich natürlich. Der blaue Ring dürfte meine Base sein. Chativa hat rote Beeren gegessen. Ja, dann futter sie. Isch. Jetzt muss ich mal was versuchen. Immer wenn ich, wenn man nicht Q drückt und wieder loslässt, schießt er gleich diesen Ball. Ah, für die Zucht ist auch schon wichtig, das ist weiblich. So. Abbrechen mit rechts. Ah, mit Rechtsklick bricht man das ab. Ich hätte es lieber, dass man zweimal drücken muss. Nicht halten. Einmal drücken zum Aktivieren und beim zweiten Mal zum Schießen. Das hätte ich deswegen gern, weil es verhindert einfach. Es verhindert, dass man unabsichtlich mal alles in der Gegend rumwirft, so wie ich. Ein Weibchen. Nummer 3. Und noch so eins. Aber Leute, das macht schon riesen Spaß. Also, das ist schon wirklich witzig. Dass man, weil das eröffnet, man fühlt sich so richtig, wenn ich da so schaue, oh, da gibt es sicher en masse viel, was ich einsammeln kann. Und das ist natürlich Welt. Und niedlich schaut das Viech auch aus. 9%ige Chancewahrscheinlichkeit nur, Fangwahrscheinlichkeit.
4. Achso. Jetzt. Ich habe nur mehr eins und ich brauche das noch für die. Sprintgeschwindigkeit wäre ein bisschen besser noch. Hätte ich mehr gern. Aber dafür gibt es ja die Mounts, wo schon gesagt wurde, dass die Mounts dann auch eben zum Fliegen, Schwimmen etc. Schaf. Oh, was ist das? Kiste. Warum? Kativa kommt seiner Arbeit nicht nach. Warum nicht? Ist er faul oder? Ha! Komm, put, komm, put. Ich meine, wenn die Bälle nicht mehr so selten sind, ist es wurscht, aber ich habe ab und zu mal ein paar verballer. Mir wurde gesagt, man kann alles Mögliche. Man kann alles Mögliche mit diesen Tierchen machen. Man soll sie immer mitnehmen, gibt mehr XP. Und dann töten im Notfall. Und man wurde gesagt, man kann überall klettern. Einfach raufhüpfen. Nur limitiert durch die Ausdauer. Ha! Wirklich. Ich bin verliebt. Erz. Gibt's auch Farm. Das ist eigentlich wie. Eigentlich ist das arg. Das mache ich im YouTube-Titel. Paul World, das Pokémon-Arc schlägt ein wie eine Bombe. Also ihr wisst schon den Titel für das Video am Abend. Übrigens, ja, wer hier ist, schaut gerne auf YouTube auch vorbei. Da kommen die Parts zusammengeschnitten, nicht zusammen. Also eigentlich nehme ich es aus dem Gameplay raus, auch pausiere dazwischen Farmparts manchmal. Aber im Prinzip komprimiert, wenn da irgendwo lange Farmparts sind, nehme ich die raus. Da, aber im Prinzip ist das Ganze eigentlich auch drin, was man hier sieht. Falls wer Lust und Laune hat. Wolle! Genau, das wurde mir gesagt. Man kriegt nämlich die Mats. Man bekommt die Mats von den Tieren, wenn man sie fängt. Man muss sie dazu nicht töten. Wenn man sie mit da hat, mit dem Butchermesser dann eliminiert, dann kriegt man die Mats nochmal. Das heißt, man kann die doppelt farmen. Hey, Retta! Freut mich, dass du hier bist. So. Jetzt kann meine Paul... meine Mietze-Katze tut mir an. Du essen, kleines Mietze. Ich hätte gern. Back. Holztruhe. So, Essen ist da drin. Jetzt haben wir alle was zum Essen. Ich hätte gern, dass die. Ich geh mal schlafen. Gute Nacht. Alter, schaust du das Rockau? Alter, puh. Entwickler, hat die eh was an? Ja, sie hat was an. Sicherheitshalber. Hui, da wird es brenzlig. Ja, was machen wir jetzt? Fange 30 Pauls, erhöhe den Level, baue dein Lager aus, versiegen wir, nimm die Ausrüstung des Pauls und mach dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rhein-Syndicates.
Ryanair. Habe ich mal gehört. Lager verbessern. Tut. Bei Paul Strobe. 3. Ja, ich bräuchte immer so viel, wie ich. Ich bräuchte wahrscheinlich immer so viel, wie ich Pauls habe, ne? Guy wird nur beim Überdach repariert. Der regeneriert sich eh. So. Ja, dann machen wir hier noch so einen Talrand. Ich vergesse immer. Das ist aber, ich meine, das ist nicht böse, ja. Aber immer wenn man den Industriestandard nicht verwendet, sprich man baut etwas an, macht etwas anders von der Steuerung als Standard, verdrücke ich mich 1000 Mal. Das ist leider so. Das passiert mir ständig. Ist aber, ich meine das aber eigentlich jetzt gar nicht irgendwie schlecht. Ich verdrücke mich halt einfach. Weil ich zum Beispiel mit Q die ganze Zeit diese Bälle wegwerfe da. Weil ich mit Q in Satisfactory was anders mache. Ja, ich schleppe zu viel rum, ich weiß. Ich brauche so einen Sammler. Irgendeinen Stein, nicht Steinsammel, irgendein Ding. Die übrigens, die holen sich die... Das werden wir sich jetzt auch mal craften, schnell. Schau, seht ihr? Ist richtig lieb, dass er das macht. Eine Paul-Seele. Ah ja, mit der kann man die Pauls wiederum upgraden. Das. Würde ich jetzt gerne essen? Ja, das bin ich, der Player 455, weil ich ja anscheinend keinen Namen abkriege, da bin ich nicht wichtig genug. So, und jetzt habe ich ein Problem. Die Axt ist kaputt. Und schon macht das Reparatierding mehr Sinn. Hackeln, was ich kann. Ist irgendwie voll cool. Voll super toll. Also es macht echt Laune. Kann ich gar nichts sagen. Jetzt freut es ihm nicht mehr, oder wo geht das hin? Ah, essen. Ja, geh mal essen. Passt schon. Das ist ja cool. Gegenstand reparieren. Reparieren. Ach so, ist schon. Das ging schnell. Und die Picke auch gleich. Holz. Ja gut. Mach ich mal hier noch. Ah, zu wenig Holz. Gut, wir sind schon über eine Stunde, also der YouTube-Part endet hier. Danke YouTube fürs Zuschauen. Wenn ihr den seht, bin ich wahrscheinlich gerade am Abend wieder live. Ich lade ihn jetzt gleich hoch. Bis am Abend, hoffentlich ist er konvertiert in eine gute Qualität. Also dranbleiben und Twitch, bleibt auch hier, ein bisschen machen wir noch weiter. Dann geht es am Abend wieder live hier weiter, also schaut am Abend vorbei. Einmal hier. Wäre nett. Würde mich freuen. Memberships gibt es auch für die Leute, die mehr sehen und früher sehen wollen. Und Twitch. Seid ihr schon hier? Ein Follow ist immer gern gesehen. Am Abend dann vielleicht im Koop. Wahrscheinlich. Mal schauen. Das heißt, es geht rund und ständig weiter. Es macht mich zwar das Bauen leicht fertig, aber das nicht, weil es jetzt so schlimm ist, sondern weil die Tasten alle komplett anders zu bauen sind. Und dass ich da oben nichts hinbauen kann, macht mich auch leicht wahnsinnig. Aber gut. Weil das mit Rechtsklick weiter baut, mit Linksklick nur einmal baut, ich meine, was hat denn das für einen Sinn?
Im Normalfall brauche ich ja mehr von den Bauteilen, also die Gebäude nicht, aber im Normalfall brauche ich ja mehr von sowas. Nicht nur eine Wand oder so. Also wäre es umgekehrt besser. Im Rest kriegt nur eins oder so, aber. Nee. Man will es ja nicht verhunzen. Da kann man auch so weitermachen, schau. Ja. Gut, Viech! Komm her da! Gut. Paul ist krank, ja, schön. Hacklos. Ja. Ja. Teamwork, mein Freund. So, so geht das. Also ein bisschen Overzahn tust du schon, Paul, gell? Ich bin fast schneller als du und hab später angefangen. Ich bin schneller. Ha! So, jetzt habt ihr alle ein Bettchen, jetzt könnt ihr alle pennen gehen. Und ausholen tut man die Viecher, wenn man sie braucht, dann wieder so, mit E. Was macht der? Oh, das ist ein Transporter. Schauen wir mal, was können die? Was ist mein Team weg? Hierher, F. Farmarbeit! Na dann. Der kann auch Handwerk machen, cool. Was machst denn du? Ah, der seht ihr? Der farmt die ab, der tragt die zurück und bringt die in die Kiste. Mich würde nur interessieren, kann man dem irgendwie beibringen, welche Kiste zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier? Nee. Der nimmt anscheinend irgendeine Kiste. Aber das Geilste im Spiel, bevor ich jetzt wirklich Stopp drücke, du craftest aus die Kisten. Man kann alles theoretisch in die Kisten reinhauen. Sind 22 sind da jetzt. Alles rüber, was ich habe. So, zack, zack, die Bohne, alles weg. Auch die Wolle. Seht ihr? 24 Holz. Man craftet aus die Kisten. Geilste Sache, die es gibt, wirklich. Geilste Sache, oh, Maß maximal leibend. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und somit, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid am Abend gleich wieder dabei, wenn es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, like, Comment. Nicht vergessen. Bis dann und adios.